mein Motorrad ist ausgegangen. Meine Freunde der Sonne, willkommen zu einem wunderschönen neuen Video hier vom Starnberger See. Man sieht ihn gerade nicht, weil der ist hinter mir. Aber vertrau mir auf Vertrau mir, Bruderbasis. Wir sind am Starnberger See. Ich bin der T-Rex. Heute Hallo. Wieder unterwegs mit einem gebrochenen T-Rex. Ja, ich bin auch da. Hallo! Und ja, wir haben eine Mission. Eine unglaublich, unglaublich wichtige Mission. Ja, die nennt sich Essen. Und um dieses Ziel zu erreichen, haben wir eine ganz sehr ausgeklügelte Mission vorbereitet. Haltet euch fest, ihr werdet es nicht glauben. Wir fahren zu McDonald's. Nein, wir fahren zu McDonald's? Wie kann das sein? Gut, dass du die Frage stellst. Sie ist sehr leicht beantwortbar. Wir haben beide Bock auf Burger und das ist das Erste, was uns in den Sinn gekommen ist gerade. Und wir sind von McDonald's gesponsert. Bitte McDonald's sponsor uns. Bitte sponsert uns. Wir sagen auch nichts Böses darüber. Genau, wir erwähnen einfach gar nichts davon, außer wenn wir tragen, dass wir es nicht sagen. Ja. Wir wären echt schlechter Sponsoring. Ey, weißt du was? Weißt du, was das Coolste ist? Ich habe wieder mein Helm zugemacht. Oh ja. Also ich muss sagen, erst gerade auf einer Streak. Also die Streak von dir ist wirklich gerade krank. Findet ihr auch, oder? Hallo! Ja, er hat die Wunki! Ja! Winki, Wanki, Wunki. High five! Hab. Low five! Low five! Ja! Oh, ich sehe deinen Nacken. Bist du dir sicher, dass du nicht so wie Haut zeigst? Das liebe ich ja, die Content Helm Creator nenne ich sie. Ja, wie viele sich auch über die abfangen. Ja. So, jo, du machst Content mit Helm. Ja. Hast aber nicht mal Motorrad? Gar nichts. Genau. Hallo! Hallo! Ja. Ich vermute einfach, ich stelle einfach eine Vermutung auf, die Motorrad fahren, haben keinen Schaden im Hirn. Und so, ja, ja. Oder wahrscheinlich erst recht. Aber woanders. Ja, aber eine andere Atmungsschaden. Ja, genau, mein Lieber. Boah, ey, fahr doch bitte rechts an der Straße und nicht in der Mitte. Du kannst. Vor allem auf dem Gehweg steht Fahrradfahrer frei. Oh, mein Motorrad ist ausgegangen. Was? Mein Bike ist ausgegangen. Wie jetzt? Mein Bike ist aus. Ja, dann komm her, wir rollen da runter. Kommst du da hin? Ich hoffe. Naja, solltest du hinkommen. Das ist jetzt etwas. Oh Scheiß, was da? Oh mein Gott, du hast den Schlüssel. Der Schlüssel hat sich im. Warte mal. Okay. Alter. Ja, alles gut? Okay. Das hat mir gerade Angst gemacht. Hat sich der durch Vibration einfach. War der nicht komplett drinnen vielleicht? Hat's. Ja, vielleicht. Also irgendwie war der ja so leicht gedingst. Mhm. Wahrscheinlich ist der während dem Fahren durchs Vibrieren, weil ich ihn nicht komplett drüber. So stand so auf der Kippe, dass er gerade an war. Mhm. Also, Scheiße, Alter. Ich glaube, du fährst jetzt vor, dass ich dich schieben kann, wenn es ist. Boy ist traurig, Boy ist müde. Scheiß die Wand an. Ich hatte gerade so Flashbacks, ich sag's dir. Ja. Oh ja. Ich glaub's dir. Oh mein Gott, mein Leben, das habe ich schon wieder vorbeigezogen. Ich schieb dich jetzt bis nach München zurück. Ist gut, bist du lebendig, oder? Alles gut, Bruno? Alles dran? Kette da und so, alles da? Ja, alles da, okay. Ölstand, ja, aber gut. Ey. Du glaubst gar nicht, was in dem Weg von da oben bis hier unten, wo ich jetzt nur mit Kupplung gezogen bin, wenn schon wieder an Horrorgedanken hier vorbeigefahren sind. Okay, aber es geht noch alles. Schlüssel ist ganz nach rechts. Ist deine auch ganz nach rechts. Und es geht alles. Sehr gut. Alter. Da vergisst man glatt, dass man Hunger hat. Heilige. Baby, geht's dir gut? Ja, ist alles in Ordnung?
Ich rede nicht mit dir. Achso, ich dachte, ich wäre deine kleine Süßmaus. Manchmal ja, aber heute rede ich mit meiner schönen Jessie. Also. Ah, okay, Jessie. Oh. Jessie, du geile Sau, zeig Arsch, zeig Titten. Das ist hier, das ist ja. Hier. Ja, oh, oh, geiler Arsch. Oh, oh ja. Ey, das ist aber schon sehr eigenartig, dass der Schlüssel einfach ausgeht. Wie hast du es gemerkt? Hast du einfach gemerkt, dass das Ding aus war, oder? Nein, es war komplett weg. Also auch Display und alles war einfach aus. Also wirklich aus. Und wie war das? Bist du dann im Leerlauf gewesen oder hä? Oder hast du Kupplung gezogen? Weil eigentlich hättest du dich ja voll rau auf die Fresse legen müssen. Ich habe die Kupplung dann gezogen. Weiß nicht, ob ich zufällig im Leerlauf dann war gerade, aber ja. Ich habe halt gesehen, es ging aus und habe instinktiv die Kupplung halt. Aber. Alter, Glück gehabt, Digga. Ja, und ich meine sonst, es ist ja nicht so, dass dann so ein Bums reingeht wie eine Bremse, sondern es geht ja nur die Bruttobremse an dann. Ja. Die dich dann runterslaut. Ja. Aber. Grüße ab, mein Lieber. Naja, so geht auch Content. Und ja, genau. Dramatische Szene. Hallo! Und ansonsten schrei ich dich einfach nur an. Also woraus besteht dein Content? Also Marc schreit, mein Motorrad geht mal aus, Marc schreit, wir reden über Essen, Marc schreit. Und wir beleidigen Fahrradfahrer, hast du noch. Und Fahrradfahrer sind einfach ein gutes Thema, wo man so reden kann, wenn man Beleidigungen hören will. Und Autofahrer, die 50 fahren bei 70 auch, Mann! Mann! Sorry. Aua. Ich habe eine Idee, wir könnten Kennzeichen-Tourette spielen, ein paar Runden. Oh, scheiße.